So, hier ist Felix, Tutorial, Amori. Hey fellas, a baby gangster needs a barrel here. Do you Baby have some? Gangster. Mateo Ramiro, motherfucker. Habitual on time. I got fucking nothing left. Your guys grabbed everything down. Just don't tell me you only have the lumber, Felix. Slick son of a bitch, but I'll give you a gun to boot. Is there something a bit more serious? Do you think I'm shit with stingers or machine gun belts? You better show me your shooting skill, amigo. Try to hit the target 5 times with your pistol. So, welche Targets? Ach, hier wahrscheinlich. Hit the 5 targets. Ne, hit the target 5 times. So, einmal hier. 1, 2, 3, 4, 5. For the first time, not bad. Just aim for the head and don't fret. It wouldn't go amiss for me to learn picking the locks. It's pretty easy. Insert the pick into the hole and try to lift the pins until you hear a characteristic sound. Lock the pin in the desired position and move on to the next. When all the pins are in place, the core will rotate. Okay, also immer diese Lockpicks, nein. Lockpick Test. Okay. Müssen wir hier gucken, ob wir das hier. Okay, also wir müssen mit Space hochschieben, bis es grün wird und dann mit E fixieren. Ja, okay, das ist ziemlich easy. Ich dachte, das wäre so schwer wie bei Dying Light oder so, das ist ja schon etwas schwieriger. It's Rodolfo's car, after all. So, jetzt müssen wir Rodolfos Car wieder abholen. Ich würde mal gerne hier diesen ein Tutorial absolvieren, hier dieses Armory Tutorial. Here can take weapons from the Escapeta Clan Warehouse for free. Okay, the higher reputation level, the more weapons will be available to you. You can take 5 clips at a time, then you need to wait 30 seconds before taking more. Also wir können hier Waffen kostenlos holen, umso höher unser Ansehen in der Gang wird, umso bessere Waffen kriegen wir auch. Oder mehr Waffen sind halt verfügbar, die wir dann holen können. You can take 5 clips. Weiß ich jetzt nicht, ob Clips diese Lockpicks genannt sind, aber oder gemeint sind. Ich weiß jetzt nicht, was mit Clips gemeint ist. Weapons. Wir haben hier ein Bett. Können wir uns die hier schon holen? Wir haben Level 2. Können uns ein Messer holen. Pistole haben wir schon. Ich guck mal, ob wir hier einfach ein Messer holen können. You took weapons from the warehouse. Took weapons. Ich guck mal, ich habe jetzt einen Schläger und... Ah, man kann sich nur eine Sache holen, okay. Mit R können wir nachladen. Haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir unendlich Munition haben. Ich. Ne, haben wir nicht. Ich guck mal, ob wir uns hier eventuell. Took weapons for good. Hier haben wir Munition geholt. Anscheinend. Oder auch nicht. Wir haben jetzt. Ach, wenn ich nachlade, verlieren wir immer eine Kugel. Das ist natürlich nicht so geil. Ah, Clips ist eventuell Munition. Also wir müssen 30 Sekunden warten, bevor wir nochmal die Pistole nehmen können. MP5 können wir leider nicht besorgen. Ist erst alles Level 3, dann haben wir hier die Shotgun, Assault Rifle und Armor, also hier so eine Weste wäre auch ganz nice. Ich würde sagen, wir nehmen die Knife statt dem Base, oder wir nehmen den Baseballschläger mit. Ich denke mal, wir werden anfangs vielleicht viel uns prügeln müssen. Und dann nehmen wir nochmal die Pistole, gucken, wie viel Munition wir haben. 40, also mehr können wir wahrscheinlich nicht annehmen. Wird schon passen. So, dann gehen wir wieder runter zu ja, unserem Wagen. Der ist hier. Können wir eventuell auch wir können auch klettern. Ah, nice. Nee, das ist nicht unser Wagen, oder? Unser Wagen ist... Oh, hier gibt es sehr viele Tutorials. Die werde ich mir dann im Laufe des Spiels dann nochmal angucken. Ich würde jetzt gerne diese Mission erstmal absolvieren. Hier ist unser Wagen. Collect Rudolphs Car. Das ist ja Rudolphs Car. Also, oder... Ach nee, wir müssen Rudolphs Car abholen. Okay, 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 okay. Aber gut, das ist ja eigentlich auch... Nee, das ist von
Ruff der Wagen, sorry. Ja, das ist von Ruff der Wagen und wir müssen Rudolfus K. abholen. Und genau. Der ist da hinten. Wow, okay. Er ist ziemlich gewöhnungsbedürftig, die Steuerung. So, Rudolfus K. ist hier. Ja, okay, und hier sind schon die ersten Gegner oder die ersten aus dem gegnerischen Clan. Wählen wir mal unsere Pistole aus. Gucken, wie dieses Gunplay ist. Können wir uns crouchen? Okay. Wir haben alles verloren. Okay, es gab wahrscheinlich einen Schnellspeicherpunkt hier vor. Ah, okay. Also das ist ja mal richtig. Also wir haben echt schnell Morning, Rodolfo. unser Ich Leben dachte, du verloren, hast also einen wir müssen da echt Side-Hustle. I'm ready aufpassen, to help, so to kann man speak. das hier überspringen, dass I wir see you ein right bisschen now, mehr Deckung Bruno. suchen. Your Also hands are gut, itching, das James. Gunplay, das Verhalten war so ein bisschen Sometimes I'll have to work schwierig. even first Eventuell liegt gear es auch and hijack daran, weil ich controls. mit dem Maus spiele. I Das would ist have natürlich figured nicht so out myself, einfach. but your uncle and I need to drop off a couple of questions. Okay, dann müssen wir Both nächstes Mal ein Drakes bisschen say they saw her on the taktischer spot vorgehen. Es war earlier nur einer today. und wir haben hier They're schon. fun. Das Zielen ist halt sehr Good schwer, for you. also. And don't scratch her. Okay, Need your little also help. müssen wir halt alles nochmal neu machen. Mein Gott. Nice to meet you, James. Schade, dass man das hier nicht überspringen Let's go kann. check out what you're good for. First, I'll introduce you to our gunsmith Max. He will supply you with everything you need. Ja. Okay, gehen wir wieder hier rein. Zack, 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 zack. Überspringen wir das Ganze hier nochmal. Wissen wir jetzt langsam oder allmählich wieder, wo wir lang müssen. So, dann sprechen wir mit Felix. Wir holen uns den und die Pistole wird er uns ja gleich geben. Oh, okay. Ja, natürlich doof, dass man die komplette Mission nochmal von neu machen muss. Also wenn wir ein bisschen fortgeschritten in der Mission wären, dann wäre es natürlich sehr ärgerlich, wenn wir nochmal auf alles von neu machen müssten. So ein Zwischenspeicherstand wäre da schon ziemlich nice, aber dass man da nicht zumindest die ganzen Sequenzen hier wieder wiederholen muss, natürlich ziemlich ärgerlich und wahrscheinlich auch nervig mit der Zeit. So. So, ich hole mir mal keine neue Pistole, weil wir jetzt 45 Munition haben. Wenn wir uns hier die Pistole wiederholen, haben wir ja gesehen, kann man nur 40, warum auch immer. Ich weiß auch nicht, warum wir auf einmal hier so eine Maske haben. Eventuell ist das aufgrund der Mission. So, das war's nicht. Lockpick-Test, das ist ziemlich easy gewesen. So, mal geschafft. Good luck. Das haben wir uns ja schon durchgelesen. Bring the car to the garage and don't scratch it, James. Ja, okay, wir sollen jetzt Rudolfus Car abholen und zur Garage zurückbringen. Und ja, da haben wir ja schon gesehen, gibt es einige Gegner, die da auf uns gewartet haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die. Der Wagen ist weg. Scheiße. Müssen wir uns einen neuen Wagen holen? Wir schnappen uns einfach mal diesen hier. Pick. Ah, okay, wir müssen den Wagen so aufbrechen. Auch ziemlich nah. Ah, okay. Und wenn wir es nicht schaffen, dann läutet die Alarmanlage. Auch ziemlich nice. Also ein cooles Feature, dass man Wagen nicht einfach so in Wagen reingehen kann, sondern es mit einem Lockpick ja, aufbrechen muss. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also hier waren die Gegner. Ich würde mal sagen, kann man hier auch Stealth, also so Stealth Play machen, dass man hier sich eventuell reinsteigt? Oder wissen die gleich, dass wir hier sind? Da sind doch mehrere. Kann man. Wir können uns nicht. Also, wir können nicht nach links uns. Ja, das ist natürlich doof, so zu zielen. Also. Gunmechanik oder das die Feuermechaniken nicht. Ah, hier ist unser Wagen. Der ist da geblieben, okay. Nicht so optimal. Ich weiß nicht, wo wir. Ja, so ein Deckungssystem wäre halt auch ziemlich nice. Gibt es halt leider nicht. Gucken wir, ob wir den hier einmal headshotten können. Ja, also Headshot geht. Das ist nice.
Schauen wir mal, wir können uns auch in Crouch. Ah, okay, der Kollege, der schert sich nicht, dass sein Partner hier einmal. Okay, das war knapp. Mal nachladen. Ich weiß nicht, ob da noch mehrere sind. Hier ist noch einer. Scheiße, die Polizisten. Komm schon, komm schon. Waffen nehmen wir erstmal nicht. Wir holen uns schnell den Wagen. Scheiße. Wir müssen. Schnell rein. Oh shit, okay. Jetzt, okay, wir dürfen den eigentlich nicht scratchen. Ich weiß nicht, ob es jetzt was ausmacht, wenn wir hier den Wagen einmal ramponieren. Ich hoffe nicht. Shit, 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 shit. Okay, let's go. Ja, das mit dem Polizisten ist natürlich richtig nervig, vor allem weil wir sehr schnell sterben. Okay, die Sternanzeige, die blinkt. Das heißt, vermutlich verlieren die uns gleich aus den Augen. Ist ähnliches System wie ja bei GTA. Boah, das war eng. Also wir haben schon ziemlich viel Leben verloren. Ich weiß nicht. Also so eine Weste macht auf jeden Fall Sinn. Ich weiß nicht, ob wir die Polizisten abschütteln müssen, bevor wir hier den Wagen zurückbringen können. Die Polizisten verfolgen uns nicht ganz. Ich weiß nicht. So, geschafft. Oh, okay. So, talk to Rudolfo at the bar. Gehen wir wieder rein und vermutlich haben wir die erste Mission jetzt geschafft. War jetzt nichts Spektakuläres. Einfach ein Wagen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Missionen hier anfangs sehr monoton werden, dass man hier irgendwo hin muss, was besorgen muss, Gegner abschießen muss und so weiter. If you broke it, then you can go back to pick up wallets from the street. It's a safe in the backyard, Rodolfo. Santa Maria, Rob was right about you. You're soon to be a gangster. Here you are. You deserve it. Guy, you rock. At some point, I thought they would kill you. Drive me to the club later. I got a deal for you. And finally, buy yourself some good clothes. The nice shop is next to the bar. 3000, nice. Gut, jetzt müssen wir gucken, wie so die Preise für Klamotten und so sind. 200 XP. Also Skills haben wir wahrscheinlich noch nicht, die wir aufleveln können, aber durch diese Erhöhung unserer Erfahrung und des Ansehens können wir ja bessere Waffen uns holen. So, das lassen wir. Wir haben jetzt erstmal keinen Wagen. Hier, wir schnappen uns hier einfach mal einen Wagen, den wir hier finden. Warehouse brauchen wir nicht. Ich mach mal hier Tutorial Business. Gucken, was man denn hier so machen kann. Los Rivers has several different types of legal business. Parking, Diner, Supermarket, Accessoire Store, Clothing Store, Weapons Store, Gas Station, Auto Repair Shop, Car Dealership, Cinema. Also es gibt viele legale Geschäfte, Business Möglichkeiten. Die sind hier gerade aufgelistet. Wir können die kaufen. Also having bought a business, also wenn wir ein Business gekauft haben, werden wir ja Einkommen erzielen oder bekommen in regelmäßigen Abständen. Aber wir müssen es immer abholen. Also wir müssen immer hin, also das ist auch GTA Vice City, glaube ich, war es auch so, dass wir, wenn wir Immobilien gekauft haben, mussten wir immer hingehen und das Geld einsammeln. Ist hier ähnliches System oder gleiches System? Und jedes Business hat sein eigenes Limit, was das Einkommen. Also es ist nicht so, wenn man erst nach 5 Stunden hingeht, dass es dann umso höher wird. Also 500 ist zum Beispiel Maximum und höher geht's nicht. Das heißt, man muss es eigentlich immer regelmäßig abholen, damit man nicht ja, Geld verliert, sage ich mal. Da es ja ein Limit gibt. After exceeding the limit, money will stop coming until you collect it. Genau, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Also regelmäßig abholen. Through the purchase business you can launder illegal money earned by criminal means. Also illegales Einkommen gibt es auch, wie ja Raub, genau, Heist gibt es auch, also Raubüberfälle, Banküberfälle wahrscheinlich, Verkauf von Kokain und so weiter. Und man kann alles, genau das ganze Geld in der Los Rivers Bank ablegen. Nice.
So, Capturing Territories, also wahrscheinlich so Gang-Territorien. Los Ruiz is divided into territories controlled by gangs. Bleeds sind Reds, also rot. Arenos Kings sind grün und Toros Boys sind blau. They are at war with the Escapada Clan and will try to kill you whenever possible. To start capturing, you need to enter the territory of the enemy gang and kill any member of this group. Thus, you will provoke a gang war. You need to kill a certain number of bandits after the territory will become yours on it. Members of the Escapada Clan will appear who will be able to sell drugs in this place. Das ist ein ähnliches System wie bei GTA San Andreas. Da gab es ja auch so ein Gang-System, wo man Territorien von anderen Gangmitgliedern einnehmen konnte. Das hier übrigens ist, glaube ich, in LA. Also das ist ein Stadtteil von Los Angeles, nicht mehr Miami. Natürlich alles immer noch Florida. Aber ja, dieses System ist von San Andreas. Also sie haben wahrscheinlich oder anscheinend auch Teile von San Andreas übernommen. Ziemlich geil. Also ne, Ideen kann man sich natürlich immer holen von anderen Spielen. Und die haben sich hier wohl einige Features und Ideen an GTA San Andreas und Vice City gerichtet. Finde ich ziemlich geil. So, Drug Trade, Drogenhandel. Kokain is bought through local drug dealers right on the streets of Los Rivers. You can also find dealers willing to buy small quantities of drugs from you. You can buy cocaine only for legal money, and when you sell it, you get illegal funds that must be laundered in a bank before using them for your own purpose. Also wir müssen, bevor wir Geld ausgeben können, durch illegale Geschäfte, müssen wir es erst waschen bei der Bank und dann können wir es auch verwenden, das illegale Geld. Auch ziemlich geiles System, sehr detailliert oder detailreich. Buying a property. You cannot stay at the hotel for a long time. You have the opportunity to purchase real estate of different classes in the city of Los Rivers. After the purchase, you can save in the purchase house or apartment as well as save your personal transport at the road marking with a parking sign. Okay, wir können also Häuser kaufen, wo wir dann auch leben können. Und unser Auto, also ne, GTA klassisch auch, können wir in der Garage parken, beziehungsweise auf dem Parkplatz oder auf dem Parking-Spot können wir unser Auto parken und es wird dann auch gesaved. Nice. So, Garage. You don't have vehicles in your garage. Und genau, Garage-Tutorial ist wahrscheinlich ähnlich auch wie in den GTA-Reihen, dass man in seiner Garage Autos speichern kann. Here you can save your personal transport, change its color and buy insurance. When purchasing insurance, your vehicle will return to the garage if it's destroyed or lost. To save the vehicle, drive up to the garage door and honk. So, Tutorial Escapadas Bar. Escapetas Bar. This is a bar of Escapetas Syndicate. Here you can take available tasks from the leader of the clan. Have a drink, play blackjack and just have a good time. Next to the bar is a garage and a clan warehouse. Die kennen wir bereits. Ja, gibt einiges zu machen hier. Finde ich ziemlich nice. Also außerhalb der Hauptmission kann man hier einiges machen und Geld verdienen. Hier ist, glaube ich, ein Drogendealer. Ist ein Drogendealer? Kokain. Ah, wir können hier sehen, wie viel Kokain wir haben. Und wie viel Kokain wir auch im Warehouse haben, also in unserem Lagerhaus. Legal Money, Illegal Money, Unwashed Money. Ah, okay, hier haben wir so eine kleine Übersicht. Unsere aktuelle Mission ist Go to Club. Ruff is waiting for you, okay. Genau, das ist unsere nächste Mission, dass wir in den Club gehen müssen. Was ich gerne machen würde, ich würde mir mal so ein paar neue Klamotten holen. Die können wir uns nichts holen. Ich würde gern uns so ein bisschen aufhealen. Unser Leben ist ziemlich gering. Wir können hier mal zu Blockburgers gehen. Ich glaube, hier können wir, vermute ich, mit Sicherheit unser Point your gun at the cellar to rob the store. Ah, hier können wir sogar ausrauben. Nice. Kann man eigentlich auch außerhalb des Hotels schla bzw. speichern, das geht auch. Your game has been successfully saved. Dann können wir den eigentlich auch gleich mal ausrauben und gucken, wie das hier läuft. Wir kaufen erstmal was zu essen, damit wir unser HP ein bisschen auffrischen. Kaufen wir uns mal einen Hamburger.
Your Heath has been restored, aber nicht komplett, deshalb kaufen wir uns noch einen Hamburger. Ich weiß nicht, ob wir dick werden können wie in San Andreas. Deshalb kaufen wir uns mal ein paar Hamburger. Hier so ein Lunch nochmal eventuell. Leben ist... Jetzt weiß ich nicht, ob das Leben komplett... Ne, Leben ist voll. You're already complete healthy. Okay. Und dann gucken wir mal, ob wir den ausrauben können.